Spitzenspiel in Frankfurt-Eschersheim. Die TSG 51 Frankfurt am Main empfängt den VfR Bockenheim. Die Bockenheimer sind Tabellenführer, haben erst eine Niederlage auf ihrem Konto. Die Gastgeber haben bereits 57 Tore in 10 Spielen erzielt, sind auf Platz 5 platziert und wollen hier heute vor heimischem Publikum eine starke Leistung zeigen. Außerdem ist die TSG seit 5 Spielen zu Hause ungeschlagen. 5 Spiele, 5 Siege, 35:8 Tore. Die TSG in den schwarz-weißen Trikots, die Gäste aus Bockenheim in Orange. Und dieser erste Abschluss, Norman Zeid, Kapitän und Top-Torjäger mit 9 Treffern für den VfR. Auf der Torwartposition der Gastgeber haben wir Walid Yusuf, 1,74 Meter klein, aber im Tor ein ganz großer. Trainer Patrick Dutine sieht, dass seine Mannschaft zu Beginn Mühe hat. Der Tabellenführer kommt besser in das Spiel. Das ist Norman Zeid, der Ball geht an die Latte und dann wird abgepfiffen. Die Gäste haben zu Beginn die besseren Chancen, haben mehr vom Spiel, weil die TSG die Bälle sehr, sehr leicht herschenkt. Bockenheim ist das Maß aller Dinge in der Kreisliga A. 10 Spiele, 8 Siege. Benedikt Behringer gegen Walid Yusuf. Standardsituation nach einer guten Viertelstunde direkt aufs Tor gezogen und wieder Walid Yusuf. Ganz, ganz stark, wie er diesen Ball zum Eckball nimmt. Die TSG kann sich auch bei ihrem Torwart bedanken, dass es hier noch 0:0 steht, Mitte der ersten Hälfte. Mohammed Hussein mit dem Pass in den Lauf für Benedikt Burger und er schiebt ihn ein ins lange Eck. 1:0. Gut eine halbe Stunde gespielt. Die Gastgeber gehen überraschend in Führung hier im Spitzenspiel der Kreisliga A, Gruppe 1 Frankfurt am Main. Benedikt Burger, 13. Saisontreffer. Da ist er frei, schiebt den Ball ins lange Eck. Dennis Herr, die Nummer 1 des VfR, ist zum ersten Mal geschlagen. Und jetzt plötzlich öffnet sich das Spiel für die Gastgeber. Wieder ein Pass in die Schnittstelle, der Ball wird quergelegt und dann muss er nur noch den Fuß reinhalten. 2:0. Yannick Dengler ist der Torschütze. Doppelschlag der TSG. Und die Gäste sind etwas, ja, konfus da, verteidigen wirklich schlecht, sind zu weit weg von ihren Gegenspielern. Die TSG hat leichtes Spiel, direkter Freistoß an der Eckfahne. Der Ball kommt aufs Tor und er ist hinter der Linie. Was für ein Tor. 3 Tore in 3 Spielminuten. Die TSG dreht auf und der Jubel von Faisula Elmas. Den hat er sich abgeschaut von Conor McGregor. Der Freistoß war natürlich super scharf geschossen mit dem Außenriss. Trotzdem sieht Keeper Dennis Herr und auch auf der Linie Benedikt Behringer nicht gut aus. Schiedsrichter der Partie ist Heinz Steinbach. Seit 55 Jahren pfeift er Amateurspiele, gebürtig aus Friedrichsdorf. Und heute macht er das auch richtig gut. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Standardsituation, 4:0. Der Kapitän macht selbst. Innerhalb der eigenen Mannschaft weiß man um die Kopfballstärke von Felix Flüß. Das hat sich anscheinend bis nach Bockenheim noch nicht rumgesprochen. Wer jetzt dachte zur Pause, Bockenheim nach 0:3 Rückstand, die kommen hier vielleicht nochmal zurück. Sieht nicht danach aus. Die TSG spielt auf. Aber man muss den Gästen wirklich ein Kompliment machen. Sie geben sich nicht auf, sie spielen immer weiter nach vorne, erarbeiten sich Chancen. Sie scheitern immer wieder an Walid Yusuf oder an der eigenen Unzulänglichkeit. Das ist die Möglichkeit. Und der Ball geht an die Latte. Und dann wieder geblockt. Benedikt Behringer ist da in den Strafraum eingedrungen. Er macht das wirklich stark, aber es ist heute zum Verzweifeln. Das Tor der TSG ist vernagelt und das Tor des Tabellenführers steht heute ganz weit offen. Der Ball kommt in die Mitte, Fehler vom Torwart und dann steht es 5:0. Doppelpack Faisula Elmas. Das geht sehr, sehr einfach. Die Gäste verstehen die Welt nicht mehr. Die Bockenheimer haben in 10 Partien gerade mal 11 Gegentreffer bekommen. Und hier heute 5 in einem Spiel. Super, dieser Kopfball in die Mitte. Yannick Dengler bereitet vor. Faisula Elmas vollstreckt. Die Gäste geben sich weiterhin nicht auf, verlieren allerdings die Bälle jetzt relativ leicht und sind für meine Begriffe viel zu offensiv positioniert. Das ist Niklas Zarins. Da wird das Bein stehen gelassen, es gibt Elfmeter, Heinz Steinbach hat sich ganz schnell festgelegt und es gibt die gelbe Karte. Eine richtige Entscheidung, wir sehen das gleich nochmal in der Wiederholung, da gibt es keine zwei Meinungen. Diesen Strafstoß musst du geben und die Möglichkeit für Niklas Zarins, das halbe Dutzend voll zu machen.
Und er macht es! 6:0! Es ist kein Zufall, dass die TSG hier offensiv so stark aufspielen kann. Sie haben in den letzten 4 Pflichtspielen 28 Tore erzielt. Zum Leidtragen für Gästetrainer Taner Yalcin. Tut einfach weh, muss man ganz ehrlich sagen. War in der Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich glaube auch, dass wir die spielerisch bessere Mannschaft waren, aber einfach auch heute die Torchancen nicht genutzt haben. Der Gegner eiskalt vom Tor. Gratulation an den Gegner, haben sie verdient gewonnen. War eine Lehrstunde, müssen wir eine Analyse ziehen und müssen gucken, was wir dann beim nächsten Spiel besser machen können. Die Partie war natürlich längst entschieden, aber die TSG hatte noch Bock. Und Bockenheim bot jetzt wirklich riesige Räume, riesige Lücken da im Defensivverbund an. Dennis Fecken steht eingewechselt, macht noch sein Tor. Es geht dahin für den Tabellenführer. Wer hätte das gedacht? 7:0. Und es ist noch nicht Schluss. 90. Spielminute. Der Kapitän Felix Flüß geht mit nach vorne, bekommt den Ball und macht das 8:0. Und der Jubel ist nochmal groß. Doppelpack für den Kapitän. Trainer Patrick Dutin kann höchst zufrieden sein mit seiner Mannschaft. Das war eine geschlossene Leistung und ein toller Sieg. Unglaublich. Was die Mannschaft da runtergerissen hat, ja, fantastisch. 8:0, das hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Ja. Wir haben uns regelrecht in so einen Rausch gespielt. Ja. Die ersten 3 Tore in 5 Minuten. Ich glaube, das hat dann das Band dann geschnitten. Ja. Und damit war dann Bockenheim dann nicht mehr wirklich da. Und wir konnten dann unser Spiel dann weiterhin aufziehen. Die TSG zieht in der Tabelle an Bockenheim vorbei, ist allerdings nur auf Platz 3 in Anführungszeichen. Da Niedereschbach und Türkgücü Frankfurt ebenfalls dreifach punkten konnten. In der kommenden Woche wartet auf den VfR Bockenheim der nächste Brocken. Es geht gegen Niedereschbach, diesen Zweiter in der Tabelle. Für die TSG geht es auswärts bei Concordia Eschersheim 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.